Was ist Abrasivität? Da muss ich ja gar nichts mehr erklären. Denn genau das ist Abrasivität. Aber wie kann so großer Schaden durch so ein kleines Sandkorn entstehen? Ich erklär's dir. Wenn sehr kleine Partikel in großer Menge vorhanden sind und sich dazu noch schnell fortbewegen, vervielfacht sich die kleine Kraft des einzelnen Partikels zu einer gemeinsamen großen Kraft. Das ist Abrasivität. Aber nicht nur feste Partikel können abrasiv sein. Nein, diese Kraft hat zum Beispiel auch Wasserdampf. Je schneller sich die Partikel fortbewegen, umso mehr Schaden richten sie an. Besonders Rohrleitungen oder Ventile können dadurch leichter kaputt gehen. Aber was kann man gegen Abrasivität tun? Ganz einfach. Den Rohrdurchmesser vergrößern oder die Fließgeschwindigkeit verringern. So haben die Partikel weniger Kraft. Auch polstern. Zum Beispiel mit Gummi auskleiden hilft. Dann federn die Partikel nämlich zurück und sind damit weniger abrasiv.